Es ist kurz vor 3 Uhr nachts, als die Carola-Brücke in Sekunden teilweise einstürzt. Niemand befindet sich zur Unglückszeit auf diesem Abschnitt der Elbbrücke. Doch nur wenige Minuten zuvor ist die letzte Straßenbahn noch herübergefahren. Der Kollaps des Bauwerks, ein Schock, hier an der Hauptverbindungsstraße über die Elbe in Dresden. Ich habe Gänsehaut, hätte nie vermutet, dass das eigentlich möglich ist in der heutigen Zeit, dass man sowas noch erleben muss. Das tut mir richtig weh für Dresden. Ich staune, dass das in der Nacht passiert ist und nicht am Tag. Was wäre das für ein Unglück geworden? Ja, wenn ja Raschauer ist und die vollen Straßenbahnen werden hier drüber weggefahren. Der jetzt eingestürzte Abschnitt sollte ab kommendem Jahr saniert werden. Baumängel waren bekannt, wurden aber offenbar unterschätzt. Das ist eine der ersten großen Spannbetonbrücken der DDR gewesen, über die Elbe. Und diese Brücke hat alle Defizite, die so ein Bauwerk aus der Frühzeit der Spannbetonbauweise hat. Und ein besonders tragisches Defizit ist, dass die Brücke eben keine Redundanzen hat. Das heißt also, wenn irgendwas ist, folgt der Einsturz. Und das mussten wir heute leider erleben. Nicht nur Brücken aus DDR-Zeiten zerfallen. Sprengung der Talbrücke Ramede bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Im Dezember 2021 hatten Fachleute festgestellt, die Brücke ist nicht mehr tragfähig und muss abgerissen werden. Noch am Tag der Prüfung wird sie für den Verkehr gesperrt. Hals über Kopf wurde die zugemacht, die Brücke, und darauf fuhren 6.500 LKWs mal eben durch Lüdenscheid durch, pro Tag. Heute wird die Ramede-Talbrücke neu gebaut. Ende 2027 soll die Autobahnbrücke fertig sein. Beispiel Moseltalbrücke in Rheinland-Pfalz. In der Stahlkonstruktion der zweithöchsten Autobahnbrücke Deutschlands wurden Risse entdeckt. Daraufhin parkten die Behörden 24 Lkw, insgesamt 960 Tonnen, um zu prüfen, was die mehr als 50 Jahre alte Brücke noch aushält. Beschränkt belastbar, so das Ergebnis. Die Liste der maroden Brücken ist lang, sehr lang, und es gibt noch ein weiteres Problem. Über 100 Jahre alt ist die Eisenbahnbrücke Hochdonn über den Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein. Die Stahlkonstruktion ist nicht marode, aber für schwere Güterzüge nicht geeignet. Für das Unternehmen Northvolt, das hier gerade eine Batteriefabrik baut, eine Herausforderung, denn sie müssen auf teure Lkw setzen für ihre Transporte anstatt langer Güterzüge. Ein echtes Investitionshindernis. Zurück nach Dresden. Hier müssen die Trümmerteile der Carola-Brücke schnell geborgen werden. Für das Wochenende gibt es Warnungen vor Hochwasser. Die Brückenbarriere in der Elbe könnte das Wasser stauen und so zu einer Gefahr werden.